So, liebe Leute, hallo und einen wunderschönen guten Tag hier bei Rollercoaster Tycoon. Wir sind wieder zurück und in der letzten Folge haben wir Bumbly Beach durchgespielt und ich habe natürlich euch wieder gefragt, was wollt ihr als nächstes sehen? Eine Person hat nur abgestimmt für Barony Bridge und das werden wir natürlich jetzt auch spielen. Wandeln Sie eine alte, nicht mehr benutzte Brücke in einen attraktiven Park um und los geht's. Das Ziel des Spiels sind 1200 Besucher bis zum Ende Jahr 3 und eine Parkwertung von 600. Eintrittspreis erhöhen wir erstmal ein bisschen. Nehmen wir gerade mal 10 Mark, ja, bin ich ganz schmerzbefreit. Wie sieht's hier aus mit Erweiterung? Huch, bin ich wieder auf den Klick reingefallen, hier, auf den Rechtsklick-Trick. Also, Erweiterung ist ja... Gehört mir der ganze Park oder sieht das nur so aus? Oder habe ich hier nur... Oder kann ich jetzt nur auf dem Stück hier bauen? Also es sieht so aus, als könnte ich nur hier auch jetzt auf diesem vorgegebenen Stück bauen. Also es ist sehr wenig Platz. Auch hier die beiden Inseln kann ich scheinbar nicht bebauen. Das ist natürlich nicht gut. Hat der Park überhaupt schon offen? Ne, machen wir doch mal auf. Da kommen schon die ersten Leute an. Hier hat der Park sogar zwei Eingänge, wie ihr seht. Das ist, glaube ich, auch das erste Mal hier im Let's Play. Und wir machen erstmal unsere Forschung und Entwicklung wieder nach oben. Ja, können wir so lassen. Da haben wir hier als erstes die üblichen Attraktionen. Und wir fangen natürlich erstmal wieder mit dem Klassiker an, dem Karussell. Jetzt muss ich mich aber hier auch erstmal selbst reinfitzen. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Wie war denn hier gleich nochmal die Grenze? Also sozusagen vor diesem Eingang. Und ich glaube, hier werden wir auch ein bisschen kompakt bauen müssen. Der erste ist schon da, also die ersten 10 Mark Eintritt sind bezahlt. Ah, der baut das auch gleich direkt auf die Höhe. Na, das finde ich praktisch. Das ist doch mal nett. Allerdings auch hier müssen wir sehr stark aufpassen, dass wir ja nicht aus Versehen Leute ertrinken bei unseren Baumaßnahmen. Das wäre nämlich fatal. Und die erste Attraktion steht. Der Typ läuft halt immer quer durch. Autofahren, naja, weiß ich nicht, ob wir das jetzt schon bauen. Machen wir erstmal mit der Schiffsschaukel weiter. Ich stelle ich einfach mal hier so ran. Kann ich eigentlich direkt auf Wasserhöhe bauen? Ja, das geht. Gut. Kann ich hier nämlich ein bisschen schon mal Platz sparen mit der Warteschlange. Obwohl das auch ziemlich sinnlos jetzt gebaut ist. Naja, egal. Lassen wir es so. Hier kommt Rockmusik. Hier nehmen wir mal für die Schiffschaukel. Fangen wir mal bei 3 Mark an, würde ich sagen. Dafür gibt es auch einen Schwung mehr. Und Start, dann natürlich auch schon mal die ersten Leute einsetzen. Die sich dann hier um das Geraffel kümmern. So, kommen jetzt ja auch nochmal mehr Besucher. Ach, da kommen jetzt schon 3, 4 Besucher. Gerade auf der Karte erblickt. Wasserbahn haben wir noch. Fressstände. Bauen wir als nächstes, damit das dann auch erstmal erledigt ist. Stellen wir gleich mal so ein bisschen lieblos an den Rand, würde ich sagen. Jetzt haben wir schon 2 Besucher.
Infostand. Den stellen wir mal ein bisschen an den Hauptweg ran. Und die Toilette gleich daneben. Ah, nee, Quatsch, so nicht. Und wie gesagt, bei den Toiletten mein Motto, der Eintritt ist frei. Ihr wisst ja sicher schon aus anderen Folgen, dass ich da nichts davon halte, da Eintritt zu verlangen für Toiletten. Das ist mir ein bisschen zuwider. Gucken wir mal hier noch ein paar Bänke ran an den Weg. Die werden auch wahrscheinlich eh nicht lange halten, wenn wir dann hier immer anbauen müssen. Aber wir haben erstmal welche. So, der Anfang ist gemacht, würde ich sagen. Wir haben sogar ein bisschen Geld übrig. Tja. So, kann man schon bei Forschung und Entwicklung was Neues. Für 1. April eine aufregende Attraktion. Bin ich mal gespannt, was das sein wird. Boom, als nächstes ein Boot, eine Bootsfahrt vielleicht. Gibt es denn schon Gedanken von den Leuten? So viel bezeichne ich für Schiffsschaukel, so viel bezeichne ich für Karussell. Naja, das werden wir dann noch sehen. Ich werde dann natürlich erstmal wieder die echten Besuchernamen einschalten. Na gut, da gehen wir jetzt schon mal runter. 2 Mark. Schon die erste Preissenkung hier im Spiel. Wahnsinn. So wird das aber nichts mit dem Überleben. Bauen wir eine Wasserrutsche. Aber nach eigenem Entwurf natürlich. Kann die nie irgendwie hier unten gleich anfangen? Auf dem. Weil hier muss ich echt kompakt bauen, wie ihr seht. Was habe ich denn hier gemacht? Ach so, oh, okay. Ja. Das könnte man doch eigentlich nutzen, wenn ich jetzt hier die Station anfangen lasse. Ach, ätzend. Ja, ich glaube, das ist... Das könnte mit dem Ein- und Ausgang dann blöd werden. Mache ich es lieber so mal. Und rolle ich dann nach hinten raus. So, jetzt macht die Bahn einfach hier unten drunter eine kleine Runde. Unter dem Steg durch, sozusagen. Weil wir müssen auch hier diesen... Ah, es ist natürlich blöd, das kann im Defektfall dann wieder hier zu Stauungen führen, die Bauweise. Und dann bauen wir einfach bloß eine kleine kompakte, die nicht viel hat. Ich hoffe, die kommt trotzdem gut an, die Bahn. Oh, schon der erste Preis, sicherster Park im Land. Na, wenn ihr meint. Oh, das wird, glaube ich, nichts dort durchzubauen, ha? Huh? Da muss ich das noch nach links. Dann sollte das, aber ich baue erstmal ihn runter, dass die ein bisschen
Speed kriegen hier. So, jetzt geht's steil runter. So, was war da jetzt gerade für eine Nachricht gekommen? Da habe ich nicht aufgepasst. Eine Baumstammrutsche. Na, das ist doch mal eine feine Sache. So, hier ein lustiges Hin und Her. Wie man das ja schon von mir kennt. Dann geht es nochmal ein Stück nach oben. Und dann rollt die Bahn halt hier so langsam aus. Ich hoffe mal, das ist jetzt von den Werten nicht so schlecht hier, die Bahn. Ich mache einfach eine Testfahrt natürlich wieder. Na gut, ich habe die jetzt ein bisschen kompakter gewünscht, aber dadurch, dass wir hier unten ein bisschen Untergrund mitbauen, sollte es das eigentlich was bringen. Na gut, hier geht's runter, eine Kurve, dann geht's. Naja. Müssen mal gucken, was die Leute dazu sagen. Vielleicht kommt die Bahn auch total grottig an. Ich denke mal, 3 Mark Eintritt kann man hier auch ohne. Ah, wir probieren es mal mit 4 Mark. So, die Bahn fährt hier runter, dann hier durch diese Geschlängelkurven mit. 30, das sollte in Ordnung sein. Jetzt kommt hier den Huckel hoch. Schafft die das? Ach, gerade so. Das dürfte dann aber mit Fahrgästen, die ja schwerer sind, kein Problem darstellen. Ich denke, das kann man so lassen. Muss natürlich jetzt hier die Warteschlange noch ein bisschen ausreizen. Die darf ruhig schön lang sein. Und der Zugangsweg, den bauen wir einfach hier drunter. Ganz einfach. Oh, Wasserrutsche ist jetzt hier im Weg. Kann ich Wasser hier absenken? Wahrscheinlich nicht, ja? Schade, Gelände gehört dem Park nicht. Oder kann ich hier reinbauen? Das sieht dort so aus, als wäre dort frei. Jetzt muss ich mal möglichst alles irgendwie unsichtbar machen. Fußweg im Weg. Jetzt habe ich doch hier ein kleines bautechnisches Problem. Kann ich das nie irgendwie umschiffen? Da ist es, glaube ich, der Fußweg im Weg, oder? Das geht. Dann komme ich hier hoch. Oh Gott, das ist eine Konstruktion hier. Ha. Leute. Bisschen wild gebaut, aber es passt. Das ist ja das Einzige, es muss passen. So, dann machen wir es mal auf und gucken, wie das ankommt, die Bahn. Und ich speichere an der Stelle schon mal das erste Mal ab.